Besucherwertung ist auch top. Obwohl das eigentlich ja egal sein kann. So, dann mache ich jetzt die Runde und das müssen aber wirklich die 7 Meter jetzt noch sein hier. Die noch fehlen. Und dann geht es mit 41 in die Station rein. Ja, wenn da mal Stationsbremsen versagen ist, dann. Ohne senkrecht Achterbahn haben wir, ey. Die können wir. Die könnte man als nächstes bauen. So, jetzt aber. Oh, 1,4 Zell. Es müssen nur noch die Werte hier passen. Jetzt müssen nur noch die Werte passen. Komm, enttäusch mich nicht. 2,5G, das ist auch noch einigermaßen akzeptabel. Bei einer Senkrechtachterbahn könnte man ja auch mehrere Drops einfach machen. Oder egal wie die Wertung ist, ich mache das Ding vielleicht trotzdem erstmal auf. 6,86. Okay, okay, okay. Okay, das ist schon mal vernünftig. Damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Ist zwar noch nicht ganz das, was wir brauchen. Die Frage wäre, wenn ich Motorräder einsetze, ob dann andere, was anderes rauskommt. Achso, die Leute kommen da gar nicht hin, ne? Wir machen das Ding erstmal auf, würde ich sagen. Diese 0,14, die noch fehlen, die können wir da ganz schnell rausruppen. Vielleicht kann ich hier unten noch ein paar Bäume platzieren. Taming wirkt sich einmal pro oder einfach irgendwo nochmal ein Head-Chopper-Element. Wie lange dauert denn das, bis der das jetzt aktualisiert? Mit den neuen Bäumen. Warte mal, stopp. Wir machen das gleich mal. Gleich mal richtig. Wo denn zum Beispiel mal? Wo ist denn da so ein bisschen Platz für sowas? Einfach so mal so ein paar Stellen, wo die dann das Gefühl haben, geköpft zu werden. Das bringt immer Punkte. Immer so im Wechsel vielleicht. Bin ich jetzt ein zu flach? So, Testfahrt. Oh, kein geschlossener Kurs. Jetzt aber. Gucken, ob das jetzt vielleicht nochmal so die letzten paar Punkte rausreißt. Bisschen anschrägen, dass es ordentlich aussieht. Zahl sinkt, das ist mir aber egal. Wir müssen wieder speichern. Dann wäre ja noch ein paar bisschen Platz für ein paar Bäume im Infield. Natürlich können wir natürlich hier oben auch noch irgendwas hinstellen. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwas so ebenes Gelände erforderlich. Ich
weiß nicht, ob sich das auch irgendwie auswirkt. Oh, das kriegen wir doch bestimmt gleich hin, hä? Währenddessen, also wie viel Achterbahn hatten wir jetzt, die passen? Die hier, die zähle ich jetzt einfach mal mit, sind schon zwei. Die Bahn sind drei. Die Holzachterbahn sind vier. Und dann eventuell halt noch die. Wobei das natürlich unklar ist, zählt die mit oder zählt die nicht mit? Wären dann eventuell schon fünf. Wobei, wie gesagt, wenn man hier die Station rausreißt, dass das wirklich bloß eine Strecke ist, dann würde das passen. Weil die Leute das ja eh nicht als Transportbahn annehmen, sondern als Achterbahn. Aber kann man eigentlich nur hoffen, dass die mitzählt. Also hätten wir dann schon mal 5, sag ich mal. Und dann kam ja noch die Idee, ich soll einfach eine Achterbahn bauen mit irgendwie einem Looping, also ein paar Streckenabschnitte mit Abschuss, dass das die Wertung bekommt und hinten einfach hinten dran pappen, ob das so funktioniert, dass das dann als 1,4 Kilometer zählt, das ist eine interessante Frage. Muss man eigentlich mal in einem anderen Szenario mal testen, so jetzt bin ich gespannt. Ob das jetzt hier hinkommt. Hier sind wieder einige Leute ratlos und können den Parkausgang nicht finden. Da können wir jetzt mal keine Rücksicht drauf nehmen. Sag ich mal so. So, komm, gib mir die Wertung. Komm, das wird auch hoffentlich reichen für... Oh, 7,0, knapp an der Kante. Ich hoffe, das zählt. Wir können das Ding erstmal zum Geld machen und öffnen. Ich würde dann versuchen, ob hier noch ein paar Bäume hinspawnen kann. Das ist auch wirklich über. Der Komma, ach, hier können wir irgendwas draufstellen. Das ist auch wirklich über der Komma 0 ist. So. Also hätten wir jetzt wieder eine Achterbahn geschafft. Oh. So, haben wir jetzt noch... Ich würde eigentlich jetzt gern die Fläche hier nutzen für die Senkrechtachterbahn. Das bedeutet, wieder Haufen Bäume abreißen. Oder gibt es noch eine andere Stelle? Gut, hier hinten will ich eigentlich jetzt noch nicht unbedingt erdingsen. Verdrehte Holzachterbahn, das ist die. Okay. Da könnte man eigentlich am Ende genau die hier unten nachbauen. Das würde dann als extra Achterbahn zählen. Das ist halt das Coole. Ich finde, Erbrochenes ohne Ende rum. Das ist nicht mehr feierlich, was ihr hier macht, Leute. Ach, jetzt haben wir 7,05. So, jetzt bin ich beruhigt. Das passt jetzt aber genau. So, dann können wir jetzt hier einfach mal die... Ja, so natürlich wieder nicht. Hier bauen wir jetzt die Senkrechtachterbahn hin. Dass wir mal ein bisschen aus den Pötten kommen. Das Szenario... Achso, jetzt haben wir... Warte mal, jetzt haben wir schon so lange gebaut. Jetzt müssen wir hier mal kurz mal reingucken, ob alles noch okay ist. Warteschlangen. Macht aber an 5, nichts los. Achso, die Leute finden das teilweise zu extrem, aber es ist ja egal, das erfüllt die Wertung. Und mehr brauchen wir ja hier nicht. Boah, wenn dieser dämliche Rechtsklick-Bug hier mal nicht wäre, ey. Oh, wenn
dieser dämliche Rechtsklick-Bug hier mal nicht wäre. Ich würde diese Senkrechtachterbahn eigentlich gerne mal versuchen, kompakt zu bauen, die 1,4 Kilometer, also irgendwie jetzt hier auf diese Fläche. Aber ich würde die gerne natürlich unterirdisch starten lassen. Achso, die kollidiert jetzt hier hinten mit. Achso, okay. Achso, komme ich denn überhaupt dort unter der Bahn durch? 12, 13, nee, das wird natürlich nichts. Das heißt, die muss ein Stück eher kommen. Oder ich könnte natürlich auch tiefer bauen, die Station. Habe ich das Problem, dass es wahrscheinlich mit dem Weg kollidiert. Dann baue ich die Station einfach tiefer, einfach hier rein und fertig. Das müsste hoffentlich passen. Achso, warte mal, hier hatte ich doch irgendwas abgespeichert. 9 von 10, aber ob man die hier irgendwo hinstellen kann, das sieht weitläufig aus. Und dann nur um... Weil der hat ja 1,4 Meter, aber... Und hier irgendwo hinstellen kann. Das ist... Warte mal, hier gab es eine Stelle. Hier. Oh, 37.000. Aber wir hätten dir damit das Level geschafft. Also das, die Achterbahn geschafft. Komm, wir nehmen Kredit einfach. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen aus den Pötten kommen. So, wo passt die jetzt hin? Oh, das sieht interessant aus. Schön hochgebaut. Ja, gut. Ist halt so. Erfüllt die Bedingungen. Also hoffentlich dann auch, wenn die hier die Testfahrt gemacht hat. Sieht zwar jetzt vom Ästhetischen jetzt nicht so prickelnd aus, aber wir machen erstmal eine Testfahrt und gucken uns das mal an hier. Nicht, dass wir die dann wieder abreißen dürfen. Weil man einfach mal so schnell eine Achterbahn... Oh, wir sind jetzt durch mit den Achterbahnen. Oh, okay.